So, da bin ich wieder mit Let's Play Resident Evil Zero. Und wir gehen jetzt mal nach unten und gucken, was in den allen Raum drin ist. Plüpp, plüpp. Geh halt noch langsamer nach unten. Oh Gott, die Spinne habe ich ganz vergessen. Dreckige. Okay. Nein, 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 nein. Geh nur da rein, Mann. Die ersten 30 Sekunden sind schon. Oh. Hat sich ja gelohnt, hier anzugehen. Und da unten ist verdammt dunkel drin. Wo? Oh. Okay. Mach das nicht nochmal. Okay, tot anscheinend. Ich trau dem nicht, da er unten liegt. Schrotmunition. Die brauche ich. Der noch zuckt. Der zuckt ja noch. In die Tür brauche ich nicht reingehen, da sind nur Äffchen drin. Glaube ich. Und da, wo Rebecca halt abgestürzt ist, aber da war ja generell nichts mehr. Boah, so viel Munition. Herbst, allerliebst. Was war das denn? Na, egal. Boah, 71 Schuss. Boah. Und Rebecca hat ja auch noch ein paar Schüsschen frei. Können den Schrank nicht öffnen. Die Tür ist beschädigt. Dann springen sie halt. Benzinkanister. Was soll ich denn damit? Klar, wieder Mollys basteln, aber... Will ich das? Will ich wirklich Mollys? Ach, wollte ich gar nicht. Egal. Die gleich abnippelt. Aber so. Okay, dann wieder ganz schnell zurück in die Haupthalle. Dann nochmal nach unten. Ins andere unten. Gott. Tot jetzt oder was? Nee, noch nicht. Dafür, dass du so ein Vietcong, so ein scheiß Guerilla-Vernichter bist, bist du ganz schön in der Lappen, bist du. Von so ein paar Spinnen, ey. Ah, du Lappen, du Elender. Okay, wir könnten hier eigentlich, Rebecca, ich habe eine Idee, wir könnten hier eigentlich mal, du, beziehungsweise du kannst das hier ablegen, in die Haupthalle. Weil wir kommen eh nicht mehr so oft hin. Also, einmal werden wir sicher nochmal hier lang kommen. Von daher möchte ich, dass du die da liegen lässt. Mein Schätzlein. Okay. Das ist eine ganz schöne Lauferei in dem Spiel. Übrigens, hat sich schon mal einer jemand Weskers Report durchgelesen? Wollte ich mal anfangen. Es sind schon sehr interessante Sachen drin. Über Umbrella an sich und über Wesker, wie er sich hochgearbeitet hat. Und so fort und so weiter und so fort. Scheint ja ganz interessant zu sein. Der Report. Guck ich ja nicht mehr ins Menü daher. Egal. Hat sich eh nichts verändert. Aber na gut.
Voll unheimlich. Oh Gott. Jetzt blast ich sie weg. Hä? Hä? War mir jetzt egal. Wegblasten for the win. Sag ich dann noch so. Nur weil sie mich halt nerven. Schatzspinnen. Das ist eine Tür, ne? Total versteckt. Gott, was ist denn jetzt los? Plug-Cola. Wow, das ging. Was ist das denn für ein Schlüssel? Was denn? Passt doch. Schrankschlüssel. Okay, sonst ist hier nichts. Hoffentlich ist das ein Waffenschrank. So wie in Teil 2. Ich habe ja für Teil 2 habe ich ja jetzt durchgespielt. Das A-Szenario. Möchte ich euch mal kurz mitteilen. Ich habe 4 Stunden gebraucht. Und ich habe Ranking B geholt. Nicht schlecht, ne? Da bin ich gerade mit Claire dabei. Szenario B. Und der T0-Tyrann ist nervig. Oh Gott. Wo bin ich hier eigentlich? Mal gucken auf der Karte. Ich bin da. Ich habe nichts dadurch erkennen können, aber egal. Oh, da sind Säuregranaten. Und spiele Resident Evil 2 auf normal. Und was mir aufgefallen ist, ist, hat man echt mehr Munition, zumindest auf Szenario A, als hier. Ich werde aber um sie geschmissen mit der Munition. Das finde ich jetzt unfair. Verschlossen. Verschlossen. Ja, man ist ja den Schlüssel. Sag ich doch. Jetzt benutzen die das immer alleine. Oh, da ist ein... Oh, ein Koffer. Oh, 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 oh. Duralium-Koffer, was ist das denn? Diplomatenkoffer. Diplomatenköfferchen. Ne, ich weiß natürlich nicht. Kann ich nichts mit anfangen. Was mache ich denn? Nimm nur das mal. So, bitte. So, nimm mal das. Zack. Und ich nehme... Da muss eine Waffe drin sein. Das ist eine Waffenkammer hier. Da sind so viele Gewehre und schieß mich tot und... Ja, wenn sie, du bist doch hier Soldat, hier, dann bauen sie wieder zusammen. Mann, ey. Wickst mich nicht auf. Wickst mich doch auf. Wow, 101 Schuss. Wie viel hat der Bäcker? 15. Könnt ihr was abgeben, damit sie wieder mitballern kann? Da werden die Chancen des Überlebens eigentlich erweitert. Ich weiß ja nicht. Aber dann hält sie sich immer dran auf hier. Ja. Naja. Sag mal was dazu. Soll ich sie mitschießen lassen? Hier ist ein Bedienfeld. Knopf drücken. Links, Mitte, rechts. Nicht anfassen. Oh, jetzt muss einer runter und. Naja, ich gehe runter. Let's split up. Okay. Und du bleibst da oben. Weil ich weiß jetzt nicht, ob. Ob da unten was kommt, Rebecca. Da ich ja der King bin,
und du nicht. Und ich das nicht mitnehmen kann, weil ich dort blöde bin. Wir versuchen, den Dingen zu nehmen, die Kräuter. Ich will jetzt mal was gucken. Habe ich hier irgendwie eine Liste? Nee, ich habe doch nichts mitgenommen, wo irgendwas. Nee, habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte irgendwas mitgenommen mit einem Zahlencode oder so, aber habe ich anscheinend nicht. Nee, waren irgendwelche bescheuerten Insassen? Nee, habe ich nicht. Ist natürlich jetzt kacke, ne? Wenn jetzt Rebecca oben, wenn jetzt gleich was kommen sollte, dann bin ich natürlich gepflegt im Arsch, sag ich mal. Mitte, was passiert? Okay. Ah ja, okay. Rechts, bitte. Das hat rein gar nichts gebracht. Das ist wunderbar. Aha. Was auch immer ich die jetzt gedrückt habe. Platz mehr. Das ist wirklich bitter. Was? Nein, ich wusste es, dass was passiert. Riesige Hunter. Oh Gott! Seid ihr denn wahnsinnig? Schießt! Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben. Oh Gott, ich patsch mir das jetzt egal. Ich wusste schon, warum ich die hier unten haben wollte. Ich wusste es, dass so eine Scheiße kommt. Ich spiele mal ab und zu mal was vor, aber nicht immer. Der Wasserschlüssel. Excellent. Wie Wesker jetzt sagen würde. Das nehmen wir auch mit. Weil wir sind ja nicht blöd. Ktsch. Okay. Wieso gehe ich eigentlich hoch? Brauche ich doch gar nicht. Müssen wir Rebecca wieder Waffe abnehmen, so. Das ist der Wasserschlüssel. Ja, alles klar. Und come on. Okay. Ja. Oh Gott, Hunter. Mega Panikmodus. Ja, nix. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich mache hier einen Schnitt an dem Safe-Raum hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin.